Hey Leute, willkommen zurück zu Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Heute wird es wieder weitergehen mit mehr Übungen. Sudoku werde ich übrigens auch nochmal irgendwann machen, aber nicht heute, vielleicht im nächsten Part oder so. Aber erstmal machen wir heute wieder mehr Übungen. Hier bei Klugtime. Ich bin immer noch klug. Hallo. Finden Sie nicht, dass es kalt ist? Sie trainieren wirklich jeden Tag. Bin fleißig. Und er fragt mich gar nicht. Ich habe jetzt erwartet, dass er mich fragen würde, was ich vorgestern zum Abendessen hatte, weil ich musste ihm das ja gestern beantworten. Pizza war das, weiß ich noch. Also wenn er mich mal irgendwann fragt, muss ich daran denken, dass ich dann Pizza antworten muss. Ich dachte, das würde er am nächsten Tag direkt fragen. Vielleicht auch erst ein bisschen später. Ich werde heute erstmal keinen Alterstest machen, vielleicht dann später noch. Aber erstmal will ich einmal kurz Training machen, einfach nur, um mir einen Stempel wieder abzustauben. Wir haben nämlich auch wieder ein neues Spiel bekommen, nämlich Haus. Und wir testen es einfach gleich mal. Warum nicht? Haus ist ziemlich lustig, glaube ich. Menschen gehen ins Haus und verlassen es wieder. Nennen Sie die Anzahl Menschen, die sich am Ende im Haus befindet. Genau. Wir sehen am Anfang, wie viele drin sind. Dann wird das Haus geschlossen und dann gehen welche raus und rein. Und wir müssen halt zählen, wie viele raus und reingegangen sind und wie viele am Ende noch übrig sind. So ist es. Los geht's. Ich glaube, das beherrsche ich halbwegs zumindest. Das ist auch gar nicht so schwer, finde ich. Mal schauen. So, 5 sind drin. 3. Einer. Wie viel waren das? 5? Scheiße. 6? 5? Waren das 5 oder 4? Ich glaube, 5 waren das sogar. 5 Leute. Also 5 immer noch. Ja. Ja, war schon knapp, ehrlich gesagt. Doch nicht so einfach. So, 2 Stück. 0. 5. 4. 3. 2. 2. Genau, also ihr könnt auch, wie gesagt, gerne mitmachen. Wenn euch das stört, wenn ich, weil ich muss es mal vor mir her sagen, sonst kriege ich das nicht hin, dann könnt ihr einfach das Video immer da muten oder so und dann eben selber auch mitraten, wie viele am Ende noch drin sind, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch euer Gehirn verbessern. Das ist ja der Sinn von dem Spiel. 1. 0. 3. 3. 4. 3. Das ist immer nicht so einfach, wenn gleichzeitig welche raus und reingehen. Da mache ich halt so, dass ich mir angucke, ob mehr raus oder reingehen. Und dann berechne ich halt die Differenz. Plus 1, minus 1, plus 2, minus 2 oder sowas. Und addiere das halt dann dazu, zu der Zahl, die ich mir aktuell gemerkt habe. In diesem Fall sind es noch 3. So. 2. 1. 6. 4. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 3. Oh Gottes Willen. 7. 9. 7. 8. 8. 8. 6. Yeah! Easy! Ja, das ist echt nicht so schwer, finde ich. Also, die letzte Runde war schon ein bisschen gemein. Und wenn halt gleichzeitig welche raus und reinkommen, ist auch nicht so mega einfach. Aber das geht. Da finde ich andere Spiele schwieriger. Das kann ich persönlich halt einfach ganz gut. Ja, könnt ihr auch gerne schreiben, wie ihr das hinbekommen habt. Und damit sehen wir jetzt auch das beste Fortbewegungsmittel, wenn man alles richtig macht oder sehr gut ist bei den Spielen. Nämlich die Rakete! Macht auch schöne Geräusche. Yay, wunderschön. Nice. Haben wir die auch mal erhalten. Versuchen Sie demnächst, diesen Rekord zu verbessern. Ja, du bist lustig. Mehr als 5 geht nicht, du Depp. Ich dachte, du bist so schlau, Herr Dr. Kawashima. Die Übung Haus stärkt Schläfenlappen, Erinnerung und Konzentration. Nicht die Stirnlappen? Was ist mit den Stirnlappen? Ein kleiner Hinweis zum Gehirn von meiner Seite. Versuchen Sie, die Stimmung der Leute zu erraten, die Ihnen begegnen. Fassen Sie Ihre Vermutungen in Worte. Auch dadurch aktivieren Sie Ihr Gehirn in sehr starkem Ausmaß. Und jetzt wollen wir den Stempel für den heutigen Tag anbringen. Yay! So, zack. Und es passiert nichts. Genau. Denn jetzt ist es mittlerweile leider schon so, dass wir nicht mehr für einen neuen Stempel auch was Neues freischalten. Jetzt müssen wir 2 oder 3 Tage am Stück das machen und Stempel farmen quasi, um wiederum neue Übungen zu bekommen. Und deswegen werde ich mal einfach ganz kurz eine Zeitreise in die Zukunft unternehmen und mal ganz kurz den 11. Dezember herbeiholen.
Und damit willkommen, Leute, in der Zukunft. Wir schreiben den 11. Dezember 2021 und krasse Dinge sind passiert. Also macht euch bereit auf die nächsten 24 Stunden. Die ganze Welt wird anders aussehen. Es werden krasse Sachen passieren. Glaubt mir, ich bin ja aus der Zukunft, ich weiß es. Okay. So, ich bin immer noch Klugtime. Hallo, ich trainiere jeden Tag. Und ich habe auch nicht gecheatet. Auf keinen Fall, das ist der 11. Dezember. So, dann will ich jetzt nochmal ein Training machen, um mir den nächsten Stempel zu verdienen. Wir machen mal wieder, Lesen vielleicht. Lese ich mal wieder ein bisschen. Aber ich werde, glaube ich, dann einen Alterstest auch noch gleich machen. Aber erstmal lesen wir. So, und zwar Ludwig Bechstein in optima forma. Nach Aktenstücken im großherzoglichen Amtsarchive zu Kaltennordheim. Ist der Titel noch anscheinend. Okay. Der Amtmann Samuel Samuel Ebert lächelte und tippte auf die längliche Schnupftabakdose von graviertem Kupferblech. Ich war gerade verwundert wegen Schnupftabaksdose. Kommt da tatsächlich ein Fugen-S rein? So heißt es, ich bin schlau. Ich dachte, Tabakdose würde passen. Tabakdose. Egal. Von graviertem Kupferblech, auf welcher sich in zierlichen arabesken Arabesken Radierungen nach Art der Goldschmiedsgrillen hübsche Gruppen von Drachenvögeln und Fantasiegebilden befanden. Des Amtmanns Gehilfe, der Amtsschreiber Jodokus Grauschmied, hatte ein Protokoll vollendet und die Personen, deren Anwesenheit dieses Protokoll hervorgerufen hatte, waren teils abgetreten, teils abgeführt worden, erstere waren nach ihren Häusern gewandert, letztere in ihre Haft. Es wurden Prisen genommen und gewechselt und der Amtsschreiber reichte seine Niederschrift dem Amtmanne zur Durchsicht und Bezeichnung. Protokollum in optima forma. Lieber Amtsschreiber, freut mich sehr. Alles wohl notiert. Der Amtmann las... Es ergibt übrigens keinen Sinn, weil hier steht jetzt Amtmann, aber oben Amtsschreiber oder auch Amtsmann, glaube ich schon sogar, mit Fugen ist. Also Amtsschreiber zumindest. Ja, vielleicht muss man das bei Schreiber aber machen, weil das ansonsten verwirrend sein könnte, weil das ja auch mit S beginnt. Aber da stand doch schon... Ah ne, okay, da rechts unten ist sogar Amtmanne. Auch ohne S, ohne Fugen S. Ja, das heißt doch Amtsmanne oder Amtsmann. Genauso wie auch Amtsschreiber. Und genauso wie es auch eigentlich, finde ich, Tabakdose und nicht Tabaksdose heißt. Okay, so, wo waren wir? Das läuft ja gut bisher. Der Amtmann las sich laut vor. Katharina Dietmar, Andreas Dietmars Witthip, insgemein die Geiß... Was für ein Ding? Geißcat genannt, gebürtig aus Kaltennordheim, wohnhaft daselbst, ist eingezogen worden. Die, weil sie seit Jahren her der Hexerei verdächtigt und sind... Was für ein Ding? Sind... Was ist das für ein Wort? Sintemalen? 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 Was ist das denn für ein Wort? Und Sintemalen und all die Weilen Heinz Traberts Weib am 18. Augusti 1663 in scharfer Frage öffentlich bekannt hat, mit der Geißcath und anderen die Teufelstänze besucht zu haben, und zwar bei der Hexenlinde überm Dorfe Westheim. Bekannt hat, unterbrach sich Herr Samuel Ebert und rieb sich vergnügt die Hände. Und die Geißcath soll auch bekennen, soll, muss, wird. Was meint ihr, Amtsschreiber? Wieder ein Hexenprozesschen in optima forma? In optima forma! Habe nichts zu meinen, stelle alles in des gestrengen Herrn Amtmanns Beliebung. Führe getreulich mein Protokollum Tag für Tag und Jahr um Jahr, bringt jeder Tag seine neue Plage. So, ei, stieß der Amtmann verwundert hervor und murmelte dann wieder teils lesen, teils wie vortragen vor sich hin. Zeugenaussagen sind in Summa 13, eine böse Zahl, werden wohl der Hexe scharf an den Kragen gehen. Lass doch hören. Ist ja mit... Ich glaube, ist es noch alte Rechtschreibung oder liegt es einfach daran, dass das Stück so alt ist, was wir hier gerade lesen? Aber lass soll es heißen mit Doppel-S, nicht die Vergangenheitsform von lesen, die man eigentlich mit scharfem S... Nee, die schreibt man ja mit normalem S, oder? Mit normalem S, oder? Weiß ich gar nicht. Ich blamier mich total. Aber lass soll es auf jeden Fall heißen. Der alte Kurt Limpert, 74 Jahre alt, entsinnt sich anno 40. 1000, das ist lange her, scheint ein gutes Gedächtnis zu haben, denn heuer schreiben wir... Wie schreiben wir doch, Amtsschreiber? Anno 1664. 64 in optima forma, wiederholte der Amtmann. Toller Text.
Und ich habe mich über Kafka beim letzten Mal beschwert. Den habe ich ja perfekt verstanden und vorlesen können. Und den hier eher weniger. Ah, ich bin ein Radfahrer. Ich bin fast der Schlechteste. Ganz toller Text. Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Aber gut, Sie sollten Ihr Training morgen auf jeden Fall fortsetzen. Lesen stärkt Ihre Stirnlappen und die allgemeine Denkfähigkeit. Ein kleiner Hinweis zum Gehirn von meiner Seite. Wenn Sie in der Bahn nichts zu lesen bei sich haben, versuchen Sie, sich in 30 Sekunden Anzeigen zu merken. Bei diesem Training stärken Sie vor allem Ihr Stirnhirn und die Stirnlappen. Und jetzt wollen wir den Stempel für den heutigen Tag anbringen. Genau. Jetzt dürfen wir wieder was erhalten, glaube ich. Zack. So. Yeah! Wir können jetzt Hinweise zum Gehirn lesen. Wählen Sie diese unter weitere Optionen aus. Genau, also Spiel kriegen wir nicht dazu oder hier neue Aufgabe, aber halt anderes lustiges Zeug. Hier weitere Optionen, da können wir auch halt Namen ändern und so und auch andere Einstellungen machen, aber ich glaube hier beim Archiv ist es, meine ich. Genau, hier kann man nochmal sich die Sachen erklären lassen. Über das Gehirn erzählen, die Ihnen vielleicht schon bekannt sind, aber man darf sich nur die Sachen durchlesen, die wir halt schon mal gehört haben, weil es gibt halt, keine Ahnung, 20 verschiedene Tipps oder so, die er hat für einen. Man darf sich halt nur die nochmal durchlesen, die man eben schon kennt von ihm. Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ja. Was haben wir sonst eigentlich noch, was hier? Profil? Achso, die Credits sind das. Okay, ja, mal ganz kurz hier Credits, wenn es interessiert. So, warte mal kurz, wo ist Kawashima? Ja, der ist kein Graphic Designer und kein Assistant Director. Ja, Assistant Director hätte ich sogar eher gedacht. Director auch nicht. Programmer natürlich auch nicht. Wo sind die überhaupt? Oder haben die einfach nur seinen Namen verwendet, die Entwickler, und der wusste gar nicht davon Bescheid? Also es ist eine echte Person, der Dr. Kawashima, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist denn der? Spinne ich jetzt? Der Mario Club übrigens, der ist auch mal so lustig. Wie man bei Nintendo spielen, der Super Mario Club auch noch halt immer dabei ist. So lustig. Hier Special Thanks. Nee. Hä, wo ist denn der? Übrigens die deutsche Übersetzung: Thomas Ito und Martin Weers. Dankeschön, ihr zwei. Special Thanks. Project Gutenberg auch noch. Ja, noch ein paar. Okay, schön. Iwata natürlich. Ach, okay, hier ist der Kawashima. Supervisor ist er. Okay, Supervisor ist er gewesen. Na gut. Interessant. Interessant. Und bei den Einstellungen, da kann ich Hand einstellen, Daten löschen. Was ist Buchstaben überhaupt? Okay, ich kann einstellen, welcher Größe Texte angezeigt werden sollen. Aber nee, normal. Beim Lesen zum Beispiel passt ja. Mit groß, da sind dann nur irgendwie zwei Wörter pro Bildschirm. Und ich müsste ständig umblättern. Das ist dann, glaube ich, doch so besser. Okay. Aber machen wir doch einfach noch ein weiteres Training zum Abschluss. Alterstest dann heute eben nicht mehr, dann erst beim nächsten oder übernächsten Mal vielleicht wieder. Beim nächsten Mal würde ich eigentlich dann Sudoku mal machen. Aber sehen wir schon noch. Machen wir mal Merken wieder. Das haben wir auch erst einmal bisher gehabt und das finde ich eigentlich ganz lustig. So, mal gucken, wie weit ich da diesmal komme. Beim letzten Mal kam ich maximal bis zu Stufe 9 quasi, wo halt 9 Ziffern angezeigt wurden, die ich mir merken musste. Weiter kam ich nicht, das habe ich nie geschafft. Vielleicht kann ich das diesmal hinkriegen. Das wäre cool. Seid schon ein bisschen konzentrieren langsam. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Okay. Bisher ist noch einfach. Jetzt wird es langsam schwieriger. 1, 2, 4, 5. Was war? Allerdings unten war keine 10, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber ich glaube keine 10. Und die anderen beiden sind 8 und 9, das weiß ich. Also muss jetzt die kommen. Ja. Passt. Fünf. Sechs. Wo war die 7? 10 ist links oben. 7 ist, glaube ich, die obere. Unten ist 8. Nein! Oh, Mann! Mann, ey! So, jetzt Konzentration, Mann. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war jetzt auch einfacher. Ja, weil es kommt ja auch ein bisschen natürlich auf Glück an, wie die Zahlen angeordnet sind. Vor allem, wenn halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 alle vorkommen und auch noch alle nah beieinander sind, ist halt viel, viel einfacher, als wenn es halt durcheinander ist und wenn zum Beispiel die 3 zwischendurch fehlt und die 7 oder so. Und wenn die auch noch kreuz und quer stehen. Also man kann schon auch Glück haben bei den Anordnungen oder auch Pech. So, jetzt komm. Scheiße. 8 weiß ich noch. 10 glaube ich. Nein. Ja, ich hätte den Rest gewusst. Das gibt's nicht. 9. Jetzt komm schon. 8, 7. Scheiße. Ich weiß, wo 7 und 8 sind. War das andere aber nicht. Ah, nee, ich schaff's nicht.
Und ich weiß gar nicht, ob das andere eine 6 oder eine 9 war. Und eine 10 gab es auch noch. Ich glaube, es kommt jetzt schon 7. Scheiße, natürlich. 6 war noch rechts unten. Mann, irgendwann kriege ich das noch hin. Er war sogar schlechter als davor. Aber okay, der Bestwert war anders, aber es sind trotzdem 45 Punkte. Achso, nee, blöd, schon stimmt gar nicht. Der Bestwert, den ich hatte, war 8. Ich kam bis zur Stufe 8, wenn man so will. Und 7 richtig hatte ich genauso viel wie davor auch, ja. Irgendwann schaffe ich es mal noch weiter. Und wenn ich cheaten muss, ist mir auch egal. Ich will es mal noch irgendwann weiter schaffen. Okay, so, Level habe ich gehalten. Yay. Die Merkenübung stärkt die Stirnlappen. Wirklich. Ich verrate Ihnen, wie Sie mit diesem Programm noch mehr Spaß haben können. Wenn Sie eine persönliche Datei nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen. Wählen Sie einfach die Einstellungen unter weitere Optionen aus. Genau, da waren wir sogar gerade eben. Okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, war es wieder für unser heutiges Training. Sogar mit 2 Tagen. Ich bin ja aus der Zukunft immer noch. Hier in Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Morgen wird es dann weitergehen. Morgen am 12. Dezember. Mit ein paar weiteren Trainingseinheiten. Entweder wieder mit Alterstest oder vielleicht werde ich sogar mal dann Sudoku ein bisschen zeigen. Ich kann Sudoku nämlich. Relativ gut, würde ich sogar sagen. Und deswegen da kann ich euch dann auch ein paar Tipps vielleicht mit auf den Weg geben. Wenn ihr selber auch mal Sudokus lösen wollt. Sudokus sind nämlich echt cool, finde ich. Aber mehr dazu dann morgen am 12. Dezember. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.